herzlich willkommen hier zurück auf dem Mars. Wir beginnen diese Folge wie die letzte Folge. Es ist kalt genug, wir bauen die Klimaanlage ab und verstauen sie im Schrank. Die Klimaanlage, nicht den Schrauben, nicht den Akkuschrauber. So, wir wechseln schon mal Batterie. Wieso habe ich die Batterie? Achso, die war ja in der Klimaanlage, genau. Wir wechseln schon mal die Batterie. Wir nehmen uns ein paar Wände mit. Wände. 4 Stück reichen nicht. 30 reichen mit Bestimmtheit auch nicht. 50 reichen auch nicht. Wir brauchen Silizium. Na, wir bauen jetzt mal, was geht. Und wenn es nicht mehr geht, gehen wir Silizium suchen. Sauerstoffstand niedrig. Sauerstoffstand kritisch. So, wir haben hier jetzt unser Fundament für die zukünftige Botanik und Filterlager. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich das baue. Die Sonne geht von da darüber. Das heißt, wir könnten hier in dieser Wand Fenster einbauen. Wir könnten hier die Tänke hin. Die Tänke können wir auch im Fundament erweitern und da hinten hinstellen. Genau, das sind die Tänke hier hinten verstaut. Vorne machen wir die Filter ran. Die ganzen Anzeigen. Dann kommen hier auch wieder Glaswände. Achtung, Hunger. Ja, dann müssen wir da noch Fundamente bauen. Bauen wir erstmal die Fenster für die Pflanzenfront. Hier lassen wir Elektronik muss auch rein. Hier Seite muss ich vielleicht auch noch mit Kabel etwas arbeiten. Da lassen wir auch geschlossen. Das muss reichen, ja? Das muss reichen. Machen wir wieder die Fenster. Wir bauen hier mal etwas größer. Brauchen wir hier die Wand mit der Trennung in der Mitte. Hier kommt massive Wände hin. So. Dann kommt hier oben noch eine massive Wand hin. So ausgerichtet. Hier haben wir die Glasscheiben. Brauchen wir hier noch massive Wände. Ah, baue ich dann das da unten dann später? Hier baue ich nur ein Stockwerk hoch. Weil da muss ja auch noch Technik hin. Genau, da muss noch Technik hin. Die Technik und Rohre nach oben legen. Na, hat doch nicht gereicht, ha? Bauen wir noch ein paar Decken hin. Ne, das sind auch Wände. Ich habe die Decken gar nicht mitgenommen. Dann passt das doch noch. Wenn wir hier fertig bauen. Das kommt so hin. Gut. Hier brauchen wir Fundamente. Und zwar, na, nicht wegschmeißen. Brauchen wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stück mal 2. Ah, Mathe, hä? Sind, glaub, 12. An der Kohlegrube vorbei, wieder zurück in den Bunker. So, was wollten wir denn jetzt? Fundamente. Ich habe keine Fundamente mehr. Habe ich tatsächlich keine Fundamente mehr? Eisenwand. Flache Wand. Flache Wand müssen wir noch mitnehmen. Brauchen wir danach. Na, komm. Stapel die endlich. 12 Stück brauchen wir, 5 haben wir.
Die Glasscheibe kann da bleiben. Für die Fundamente brauchen wir Eisenplatten. Noch ein Stück. Ja, für mehr reicht auch das Eisen nicht. Ist alles so geplant. Na, komm da durch. So. Lass dann wir hier mal zu. Dann brauchen wir die Eisenplatten und das Schweißgerät. Die brauchen wir luftdicht. Habe ich hier. Ich habe mich in so ein winzigen Loch versenkt. Aber leider war das zu schnell. Wunderbar, Schweißgerät aus, zurück in den Beutel. Durst kritisch. Durst kritisch. Nein, du kannst jetzt noch warten. Wir sind hier noch mitten bei der Arbeit, ja? Hier brauchen wir Wände. Und hier auch. Oben brauchen wir. Oben brauchen wir eine Decke. Decke werden die andere. Hier brauchen wir noch Wände. So rum. Dann brauchen wir flache Wand. Jetzt habe ich mich eingebaut mal wieder. Ich habe wieder nicht an den Ausgang gedacht. Machen wir dann gleich nochmal auf. Wände sind auch fertig. Dann nochmal den Winkelschleifer in die Hand nehmen. Und gerade sagen und beten, dass der Akku noch da ist. Wieso mache ich den Ausgang genau beim Loch? Unsere Windkraftanlage hat noch nie wirklich richtig Strom produziert, es sei denn, es ist Sturm. Dann produziert die Strom en masse. Was ja auch gut ist, beim Sturm hat man von der Solaranlage zu wenig Strom. Apropos Strom, wie wäre es mal mit Strom sparen? Für was sind wir jetzt reingegangen? Wände. Wir brauchen Wände. Wände, 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 Wände. Und zwar brauchen wir nicht Wände, sondern flache Wand. Kannst hier schon mal produzieren. Wir trinken noch einen Schluck Wasser. Helm auf. Haben wir denn hier überhaupt noch Wasser drin? Akku. Ich vergesse immer das Tablet ausschalten. Was wollte ich denn jetzt noch gleich? Ich wollte schauen, ob hier noch Wasser drin ist. 2 Megapascal, das passt, da hat es noch Wasser drin. Tablet ausschalten. Gut, wie viele Wände haben wir hier schon? 9 Stück. Wir müssen uns noch was mitnehmen. Wir können schon mal die Kunststoffplatten mitnehmen. Und die Stahlplatten. Da können wir schon mal versiegeln, was wir können. Während der hier noch ein paar Wände baut. Niedriger Druck. Sauerstoffstand niedrig. Druck kritisch. Sauerstoffstand kritisch. Niedriger Druck. Sauerleis. Die Basis wächst langsam. Hier wollten wir noch Decken versiegeln. Und zwar auch wieder mit. Habe ich jetzt die gepanzert gesetzt? Kann ich das irgendwie nachsehen? Ja, hier habe ich gepanzert gesetzt. Gut, 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 gut. Flache Wand.
gepanzert. Nein, nicht. Hä? Wo haben wir denn? Da, flache Wand gepanzert. So, dann verkleiden wir schon mal, was zu verkleiden geht. Batteriestand niedrig. Hier müssen dann überall noch Scheiben rein. Und ich habe zurzeit kein Silizium mehr. Und jetzt muss ich dann gleich mal noch etwas Silizium fangen gehen. Kein Kunststoffplatten mehr, doch hier haben wir noch. Jetzt haben wir keine mehr. Auch Kunststoffplatten brauchen Silizium. Also müssen wir dringend Silizium besorgen. Ne? Du schaffst den Druckausgleich nicht. Weil hier drin keine 50 Kilopascal mehr sind, hä? Die Diskette. Wo habe ich die Diskette versorgt? Gibt's hier Samen? Keine Samen. Keine Samen, keine Diskette. Wo habe ich die Diskette hingeschmissen? Die habe ich noch im Inventar. Ich lade die ganze Zeit mit der Diskette im Inventar rum. So, hier stellen wir den Druck. Was haben wir aktuell? 26 Kilopascal. Stellen wir den runter auf 26. Oh. Bestätigen. Diskette raus. Sonst schafft er hier den Druckausgleich nicht. Theoretisch müsste da drin eigentlich genug Luft sein. Hier sieht man das Rohr vielleicht gerade noch. Ich will nicht den Rahmen, ich will das Rohr. Nein, ich krieg den Trigger nicht drauf. Wo waren wir denn jetzt wieder? Ich habe den Faden verloren. Irgendwas wollen wir doch da. Hier liegen Wände. Genau, wir wollten noch Decke fertig platzieren. Uns ist aber das Kunststoff ausgegangen. Kannst du schon mal Stahlplatten produzieren? Stahlplatten. Wir haben noch 30 Stück, aber die werden nicht reichen. Nehmen wir beide ins Inventar. Darum. Große Wand gepanzert. Nix da kritisch. Jetzt bin ich erst gerade wieder draußen angekommen. So dringend ist der Hunger jetzt noch nicht. Hast noch 9%. So, mecker nicht rum. So. Na, was mache ich denn? Da gehören Fenster rein. Die Pflanzen brauchen doch Licht. Menno. Hier einen angefangenen Stapel nehmen. So. Jetpack aus. Erstmal wieder aufräumen. Gibt es die überhaupt mit Fenster? Die näher, sonst sehe ich das nicht. Zweifarbig, nur die Ecke.
Panzerplatten, Pfeil, gepanzert. Nee, die gibt es nicht mit Ecken. Na toll, hä? Dann fahren wir halt wieder die Verbund. Dingens, Dingsbums. Nach oben drehen, Bauplan wechseln. Brauche ich auch nicht so viel Stahlplatten, dann könnte der da drin eigentlich aufhören mit Drucken. Die Wände reichen eh nicht. Drucker abstellen, Tomatensuppe essen und nochmal Wände produzieren. Kann ich die jetzt stapeln? Ah, sehr schön. Stopp, stopp. Wir brauchen Wände. Wir haben noch 400 Stahl. Okay, okay. Für die Wände brauche ich dann... Kann auch nicht... Kunststoffplatten, genau. Was wir ja nicht haben. Ja, die Luftschleuse ist wieder schneller geworden. So, jetzt platzieren wir hier die festen Wände noch kurz. Da brauchen wir auch die gepanzerte Version. Hier kommt Fenster, einfach eine Reihe gepanzerte Wände. Dann verschließen wir die schon mal. Ah, bin ich zu weit weg. Voilà. Hier können wir auch schon die Decke schließen. Die gleich ausgerichtet? Ja. Hier kommt der Kunststoff hin. Habe ich hier schon eine Wand gesetzt? Ja, sieht so nach aus. Hm? Gut. Hab den Faden wieder verloren. Wo war ich denn jetzt? Hier ist noch offen. Ich wollte Wände, genau. Ich habe Wände produziert und wollte Wände. Und ich wollte noch was essen. Habe ich mir so gedacht, als ich hier das letzte Mal gesprungen bin, wollte ich doch noch sagen, ich wollte was essen. Habe ich glaube auch gesagt, habe aber nichts gegessen. Ich sage jetzt einfach so lange weiter essen, bis ich was gegessen habe, damit ich das nicht vergesse. Guck, ich habe Essen. So, haben wir hier Setzlinge? Ernte Tomaten-Setzlinge, jawohl, wir können Setzlinge ernten. Sehr schön, ich habe den Zeitpunkt nicht verpasst. Ah, jetzt können wir auch Tomaten mit Setzlingen setzen. Jetzt haben wir 10er Stapel voll. Das passt also. Tomaten laufen gut. Gruppe Tomaten. Wie lange sind die noch haltbar? Noch 40 Minuten. Ich habe immer noch nicht nachgesehen, wie der hier zum Laufen gebracht wird. Also wird im Moment nichts mit... was soll ich jetzt sagen? Wird momentan nichts mit Dosen abfüllen. Haben wir hier noch 17 Stück drin. 47. Das müsste jetzt aber reichen. Theoretisch... Moment, wir nehmen noch einen frischen Akku mit. Füllen nochmal den Sauerstoff auf. Der ist nämlich auch beinahe leer. Oh, bleib, falsche Richtung. Hier wollte ich, dann bist du an und du musst an. Das wird jetzt langsam kritisch, wenn hier fast kein Druck mehr drin ist.
Haben wir hier überhaupt noch genug Sauerstoff drin? Doch, es füllt ihn langsam. Ah, bitteschön, Flasche ist voll. Tablet ausschalten. Nicht den Druck verstellen. Ausschalten. Ausschalten. Und ausschalten. Und die Flasche wieder einwirken. Gut, wir haben wieder frischen Sauerstoff am Start. Helm schließen. Ja, wird Zeit, dass wir da drin eine richtige Atmosphäre bekommen. Und auch der Notstromgenerator geht an. Meine Güte. Notstromgenerator geht an. Ich verbrauche mehr Strom, als was die Solaranlagen am Tag durchproduzieren können. Wieso schaffst du den Druck wieder nicht? Okay, die habe ich ausgeschaltet, Die läuft. Aber wieso reicht der Strom nicht? Ist hier doch sonst nicht mehr angeschaltet. Wofür brauchen wir so extrem viel Strom? Netzwerkanalysekarte. Jetzt brauchen wir noch eine freie Sicht auf ein Kabel. Kann ich hier irgendwie das heranzoomen? Das ist zu weit, zu klein geschrieben. Brauchen 1,5 Kilowatt. Gut, die leuchten. Das sind schon 200 Watt. Das sind mehr als 200 Watt. Das sind 50 Watt pro Leuchte. 100, 200, 400 Watt. Eine ganze Solaranlage nur für die Leuchten. Okay, das sind die hellsten. Stromlos. Die ganzen Chips, je Stück 10 Watt. Überdruckregler, Gasmischer 100 Watt. Der hier und Gasmischer. Ach so, die habe ich noch eingeschaltet. Na gut, die Batterieladegerät, da braucht aktuell sehr viel Strom. Ist ja klar, wird gerade Batterie geladen. Jo. Habe ich das Tablet jetzt ausgeschaltet? Nein, habe ich nicht. Wusste ich so. Strom. Wir haben zu wenig Strom. Wenn ich jetzt schon zu wenig Strom habe, dann wird das mit dem Filter momentan gerade noch nichts. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ich wollte hier die ganzen Anlagen ausschalten. Die brauche ich ja momentan gar nicht. Brauche ich erst wieder, wenn ich wieder was schmelzen will, oder? Dann hätten wir schon wieder einige Watt gespart. Hier ist ausgeschaltet. Siehst du? Ganzes Kilowatt gespart. Meine Güte, die brauchen Strom. Hey, nicht wegschmeißen. Sind jetzt zwei Stück. Ihr Stück 500 Watt. Okay. Ja. Wo waren wir denn jetzt? Ich habe mich wieder ablenken lassen. Wände. Ich wollte hier noch ein paar Fenster platzieren. Tja. Schmeiß weg. Das wird langsam Tradition. Ich schmeiße immer die Dinge weg. Gut.
Ich denke, wir haben eher noch keinen Kunststoff. Wir haben auch keinen Kunststoff. Wir haben auch kein Glas für die Glasscheiben. Die Halbstunde ist eh schon bald rum. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Silizium suchen. Die Sonne geht auch gerade auf. Das trifft sich wunderbar. Dann sieht man wenigstens etwas. Hier haben wir Wasser. Hier haben wir Wasser. Silizium. Wir finden schon noch Silizium. Hier haben wir Sauerstoff. Was war das? Das könnte doch Silizium sein, ne? Jawohl, Silizium. Da brauchen wir wieder, ja, an die 200 Stück, denke ich mir mal. Aber das wird hier nicht reichen. Der bohrt so langsam. Wisst ihr was? Wir verschieben das Silizium sammeln. Wir bauen uns den Fabrikator. Bauen uns mal ein anständiger Bergbaubohrer. Wenn wir denn das überhaupt können. Mal schauen. Er schafft den Druckausgleich nicht mehr. Stell dann mal auf 0 Pascal. So. Der Bohrer kommt wieder da rein. Das Tablet ist dabei. Ist wieder eingeschaltet. Was wollte ich denn jetzt? Irgendwas wollte ich doch jetzt gleich. Irgendwas wollte ich doch jetzt. Ich wollte schauen. Genau. Ich wollte Werkzeug im Fabrikator. Da brauchen wir Eisen. Wir haben kein Eisen mehr. Aber die Halbstunde ist eh gleich rum. Ich schmeiße da noch Eisen rein. Und ich denke, wir bauen das Ganze dann in der nächsten Folge auf. Hab mich gefreut, dass ihr da wart. Ich hole noch schnell das Eisen ab. Da, Eisen. Doch, da, Eisen. Hol noch schnell das Eisen ab. Hab mich gefreut, dass ihr da wart. Und lasst mir doch einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.